Also die Straße ist jetzt 20 Minuten lang gesperrt, weil die Asphalt verlegen. Ich meine, krass, dass es so schnell geht. Aber ja, jetzt machen wir halt hier Pause, ne? Improvise, adapt, overcome, würde ich sagen. Vielleicht ein Bild für Götter. Und es geht gerade eben weiter. Aber wir machen jetzt erst noch Pause. Ah, guck mal, da ist eine Ampel, die ist jetzt wieder rot. Ja. Dieser Volvo V70 ist auch so 20 cm tiefer als normalerweise. Ja, ohne Witz. Ey, der küsst den Boden. Ja. Das ist richtig krass. Wir kommen gerade beide nicht drauf klar. Hinten die Schutzbleche, wie man das nennt, wo quasi den Dreck vom Reifen fängt, die schleifen quasi fast schon auf den Boden. Also, ja. Junge, so tiefer gelegt, das ist echt krank. Verrückt. Wir haben hier gerade angehalten zu einer Pinkelpause und oh mein Gott, das ist schön, das hatten wir nicht erwartet, als wir hier reingefahren sind. Also wir sind hier gerade abgebogen von der richtig schön geteerten und ausgebauten E45 in diesen Weg, der laut Google Maps 12 Minuten schneller ist. Und wir sind uns da noch nicht so ganz sicher, auch sind wir uns nicht sicher, ob es ein- oder zweispurig ist, weil er ist ungefähr ein bisschen breiter als der Ranger. Und Schotter, wie man sieht, also... Ja, ist so quasi ewig nicht geteert worden und deswegen hat man einfach Schotter drüber gekippt. Wird schon helfen. Wird schon helfen, so nach dem Motto. Also ist quasi halb geschottert und ihr seht ja auch, wie das Auto durchschüttelt. Also schauen wir man mal, darf hier 70 kommt. Fahren, aber 60 ist das höchste der Gefühle. Ja, das ist ein Wasserkraftwerk. Und 4 Tonnen einspurig, maximal 30 km/h. Ich habe keine Ahnung, ob wir lebend wieder rauskommen. Nein, Spaß, wird schon passen. Ach schon, hier sind wieder Schlaglöcher. Da sind auch Schlaglöcher. Ja, ich versuche schon auszuweichen. Alter. Falls Google euch jemals eine Route abseits der E45 vorschlägt, fahrt sie nicht. Also ganz miese Idee. Ganz miese Idee. Und uns kam gerade einer entgegen, ich weiß nicht, ob ich es drauf habe. Der ist da echt mit, keine Ahnung, 80 rumgestochen auf dieser nicht breiten Straße uns entgegengekommen. Glaubt ihr, der hätte langsamer getan? Nein, die kennen da echt gar nichts. Yeah, wir haben die E45 wieder erreicht. Wir sind wieder auf der normalen Straße. Und nach meinem Navi war das jetzt ein Umweg von 8 Minuten. Oh boy. Danke für nichts, Google. Danke für nichts. So ein wunderschöner Platz, ey. Also eigentlich müssten wir ja noch weiter, aber der Platz ist so schön, da kann man nicht Nein sagen. Das stimmt. Jetzt wurde ich schön gekocht. Und was gibt's Schönes? Es gibt das Schweden-Spezialgericht. Spaghetti mit Pesto, Käse und ganz neu Glaswürstchen. Ja. Ja, wir sind echt die Gummis. Und da kochen schon die Nudeln. Kann ich gleich mal ein bisschen die Power rausnehmen. Ja, das ist so, keine Ahnung, das ist unser... Danke an Joel und Björn. Genau. Weil die haben es einmal gemacht. Die Eier gehören da nicht rein.
Und dann haben wir das bei denen gesehen, dachten wir so, what the fuck, kann man ja nicht essen. Und dann haben wir es probiert und dann war es so geil, dass wir das den ganzen Urlaub lang gemacht haben. Genau. Und tja, das machen wir jetzt immer noch. Weil man kann die Sachen einfach super mitnehmen. Eben. Das hier, das Käse ist das Einzige, was in den Kühlschrank muss. Und der ist bei uns ja hier in der Kühlbox. Von dem her passt das ganz gut. Nudeln kann man super mitnehmen. Und günstig einkaufen. Das Add-on mit den Würstchen passt so auch, weil die im Glas, die heben sich ja ewig. Und das Pesto kriegt man eigentlich auch überall. Muss jetzt auch nicht markengebunden sein. Keine Werbung. Funktioniert mit allem. Also, und ist eigentlich ein richtig leckeres Essen, was auf jeden Fall satt macht. Mal schön frühstücken mit warmem Kaffee, mit Haferflocken, Porridge. Es ist nämlich und saukalt. Es ist saukalt, aber eine wunderschöne Frühstückslocation hier. Ja. Wenn ihr hier mal links und rechts hinter mich schaut. Wunderschön hier mit dem See. Wir sitzen quasi direkt hier am Wasser. Auf so einer Bank, die hier schon feststeht. Und jetzt gibt es erstmal schön lecker Frühstück. Also es ist jetzt zwar wunderschön und die Sonne kommt gerade raus, was es ein bisschen wärmer macht, aber lasst euch nicht täuschen, ich habe 3 Pullis an, es ist kalt. Fennec meint, es hat 10 Grad. Ich glaube, es ist weniger. Also im Auto hat es 10 Grad. Draußen ist es ganz bestimmt weniger. Wir schauen mal nachher, was der Ranger sagt. Wir hatten gestern einen Spinnenunfall. Wir sind hoch ins Dachzelt und da waren einfach 3 Spinnen oben am Dach. Oh, das war richtig eklig. Ich habe ja panische Angst vor Spinnen. Ich bin hier gestorben, bis Fennec die dann alle wieder raus hatte. Oh, da fühlt man sich dann echt nicht mehr sicher, wenn man da so Angst vor hat. Sogar das Bushaltehäuschen ist putzig.